Willkommen zurück zu der nächsten Folge Abistars. Ja, wir sind hier fleißig am Mähen. Der Herr Meier ist fleißig am Pressen. Der Leon ist mit, wie es aussieht, Fiat unterwegs und tut Ballen sammeln. Wenn ich es richtig sehe, ist er voll. Ist er. Jupp. Ja, Leon, die Hälfte haben wir fast. Mäht. Super, gemäht. Okay, ist ja was los im Funk? Der Herr Ochsenmaul. Grüße. Grüß euch. Ja, was macht ihr denn Schönes? Der Skilift von der Stadt mal wieder mähen. Ach du Scheiße. Das macht Ja. viel Spaß. Kommt immer ein bisschen was zusammen, ne? Oh ja. Ja, aber es geht ja alles im Schlepper, Weg, der andere ja. ist doch bei mir. Ja. Aber wir haben ja Gott sei Dank den Big M von der Stadt. Wenn das so ist. Ja. Mäht und schwadet halt in einem und der Herr Meier, der tut es dann in den Siloballen pressen, ne? Ah ja. Aber Markus, ich sollte mich bei dir eh melden. Ja, mein Telefon ist kaputt. Ja, hat hier und irgendwas gemault, ja. Hast gemault? Ja, dass irgendwie dein Telefon kaputt wäre. Hat sich der Leon, Holländer zu Le sehr genervt. Leon mault doch nicht. Nee, Nee. irgendwie kein Empfang richtig oder so. Keine Ahnung, was da los ist. Ah ja. Was kriegt er denn fürs Kalken etc.? Welche Felder waren es denn? Da-dum. Beim Kalken waren es die 53 und 44. 9 haben wir gepflügt. 53 und 44. Ja, und die 9, die pflügen. Ja. Leon, war schon eine grobe Zeit, was du braucht hast? Oh, ja. Nee. Irgendwie nicht. Weiß nur noch die Menge, die wir verballert haben. Dann lass es noch mal schön auf dem Stuhl. Achso, du hast mit dem Fiat Kalk, gell? Ja. Hätte ich gesagt, guck mal auf den Stundenzähler. Ja gut, Stundenzähler sagt 2,20, also 2,2. Denke mal so Stunde, Stunde 10 wird es gewesen sein. Ist jetzt echt doof gelaufen. Ja, ich hätte es fast geachtet. Weißt du was? Komm. Stunde passt oder mehr sagt, Dingsstundenzahl, die bin ich mir am 2 heute. Mach nur das Material, was wir rausgeballert haben. Wie viel waren das? 4.870. Ja, komm, Herr Ochsenwald, dann überweisen Sie den Tausender, dann passt das. Dann ist das Material drin. Okay. Echt Und günstig bei euch. ja, gut. Sie müssen rechnen, die Stunden gehen jetzt auf dem Leo-Seite-Kabel. Ja. Da ist Pflügen mit drin beim Tausender. Aber die Dings haben wir nicht gepflügt, ne? Neun. Nur die Die neuen, neun. glaube ich, oder? Richtig, die neun. Da weiß ich, wie lange es war. Das hatte ich mir nämlich aufgeschrieben. Jetzt sollte ich nur noch Zettel finden, ne? Nee, der ist nur im anderen Trecker, aber ich bin gleich am Hof. Warte mal noch kurz, dann machen wir das gleich mit. Da haben wir doch so viel Überweisungskosten. Sollte mir angewöhnen, mein kleines schwarzes Büchlein immer mitzunehmen. Ja, wäre vorteilhaft.
Bin schon da. Keine Hektik. Backup-Buch. Waren 3 Stunden 15. 3 Stunden 15? Jupp. Hawksmode wäre bei 1,6. Mit Kalk quasi zusammen. Cool. Mach gerade zoomen, bitteschön. Ich kann es leider nicht kontrollieren, ob es eingeht, aber. Ja, ist da, mein Handy vibriert. Gut, das ist dann schon mal gut, wenn dein Handy vibriert, Leon, weil meins ist ja. Im Häcksler. Kaputt. Ja, das sollst du ja auch nicht immer, ne? Nein, ich sag das jetzt. Gut, aber du musst. Leon, du musst ja selber sehen, das war jetzt 3,5 Jahre alt, von daher. Ja, ich wollte gerade sagen, Garantie ist rum und dann geht solche Sachen. Was? Er ist noch so jung? Ja. Mein Nokia ist wesentlich älter. Also das sollte auch mal die Kritsche machen. Ja gut, da ist halt das Thema, wir kriegen halt teilweise auch wichtige Daten und Sachen und über Nokia kann man das halt super schön ablesen, ne? Doch. Bei mir schreibt niemand Wichtiges. Aber wenn wir hier gerade bei Klatsch und Dratsch sind, sag mal, der Hardestand stand letztens bei mir, wollte mir hier was von der Mafia und was weiß ich erzählen. Von der Mafia? Weil der Holländer ist. Ja. Ja gut, ich weiß nicht, kommt dir das nicht ein bisschen spanisch vor? Der Herr Brümmer verschwindet. Spurlos. Ja. Dann kommt einer daher, hat anscheinend seinen Hof gekauft und hin und her und pipapo. Also mir ist es etwas spanisch vorkommen. Ich weiß es, Herr Mayer, wie sehen Sie das? Ja, spanisch ist nicht, aber mehr holländisch, ne? Ja, im Moment ist es holländisch. Ja. Nee, ist schon komisch. Das stimmt. Na, abwarten, was da rauskommt. Sicher, das ist klar, das kann kein Zufall sein, aber ich bin halt mal gespannt, was da dann rauskommt. Weil. Rüber habe ich jeder über den Weg getraut. Wir haben gestern beim Herr Hirschfeld unten seine Felder droschen. Da habe ich ein bisschen mit ihm geredet, aber er traut der Sache auch noch nicht so ganz. Oh. Nee, weil er auch im Hirschfeld misstrauen wollte. Und ich sag so, hä, der Falco ist ein guter Junge. Ja gut, aber er hat mir da auch. Also der Falco hat mir da auch erzählt. Der Brümmer hat ihn bei sich umsonst wohnen lassen, in der Einliegerwohnung unten. Okay. Und von anderer Seite beim Dreschen hörst du, er hat Schulden gehabt, der Brümmer. Also ja. Das passt ja eins und eins irgendwie nicht zusammen, ne? Ne, natürlich nicht, aber was soll der Falco damit zu tun haben? Das ist die andere Frage. Also, Ja. Komische Sache auf jeden Fall. Abwarten, was rauskommt dabei. Wir werden es noch früh genug erfahren. Richtig. Ja, die Kripo ist da jetzt ja dran. Die werden das schon machen. Ja, ich habe HW schon gesagt, ey, lass mal die Kirche im Dorf. Mach mal halblang. Da wird sich alles aufklären. Ja. Der macht ja hier schon die Schweine verrückt. Was, die Schweine? Ja, da hat er Angst, dass er plötzlich mit dem Schweinkopf neben sich aufwacht und was weiß ich. Ach, okay. Ein Schwein abrichten zum Wachhund. Ein Schwein zum Wachhund abrichten. Ja, das eine Schwein von ihm wohnt doch jetzt auch schon bei ihm zu Hause in der Wohnung. Ein Hausschwein. Ja, aber eben als große Sau, ne? Und mehr. Hat er Schwein gehabt. Oder sind eben Steckdosen ausgegangen. Kann auch sein. Der ist ja eh so paranoid hier unten, der Kleine. Gut, aber an sich, bis jetzt haben wir noch keine Probleme gehabt.
Ich habe auch kein Problem mit ihm. Ich mag ihn, ich komme gut mit ihm aus, aber manchmal ist er paranoid. Ja, gut, aber das kann jeder mal haben, ne? Ja. Und bloß noch drei Touristen im Wohnwagen bei ihm an der Haus vorbeifahren, dann dreht er durch. Ja, ich glaube, dann ist es soweit, das stimmt. Na gut, er kennt's halt nicht anders, ne? Wahrscheinlich. Vermutlich, ja. So, aber ich wechsle mal das Fahrzeug, da habe ich da kein CB-Funk. Jo. Ich wünsche euch noch viel Spaß da oben. Frohen Arbeitstag noch. Ciao. Ebenso. Ciao, ciao. Also, hier kommt ein Zeug runter. Ja, Herr Meier, das ist nur die eine Seite. Ja, ich befürchte es auch. Ich mähe hier ja schon am großen Stück entlang. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe es gerade gesehen. Ja, ich habe vor Ihnen umgedreht, ne? Ja. Ich schätze mal, wenn wir hier alles fertig haben, dann können wir gleich wieder von vorne anfangen. Lang wird es auf jeden Fall wahrscheinlich nicht dauern. Aber ich mähe wieder zweimal außen rum und dann links, rechts, ja. Also quer zum Berg. Fang jetzt an mit den Querbahnen. Ja, läuft bei Ihnen. Ja. Leon, bist du schon wieder auf dem Weg raufwärts? Jo. Der Schlüssel hier. Ach, der mäht die Feldkanten aus. Das ist auch eine super Aufgabe. Muss auch gemacht worden. Ja, aber er muss nicht den ganzen Weg blockieren. Seinen pinken Digitruck oder? Nee, er hatte richtig einen Trecker. so was Richtiges so. Ja. Wenn ich richtig gesehen habe, war sogar ein Fan. Mhm. Ich glaube, ich muss mal bei der Stadt vorbeischneiden. Oder beim Fuhrunternehmen, ach, bei dem weiß ich auch nicht, wo er gerade tätig ist. Fuhrunternehmen, Ordnungsamt. Das ist richtig, aber da ich jetzt da eben gerade mit Vollgas dran vorbeigeflogen bin, glaube ich nicht, dass das Ordnungsamt war. Ja, aber Leon, denk dran, pass auf, dass da nicht wieder... Hier ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, trotzdem, du weißt, du kennst sie. Unten in der 30-Zone fahre ich 25. Also das meine ich normal mit. Nee. Ja, aber du kennst die lieben Haare, ne? Naja. 25 pro Rad oder wie war das auch noch? Oder pro Achse? Nee, pro Rad. Und Lenkrad zählt doppelt. Ah. Naja, wir könnten sie auch abändern pro Reifenstolle. Aber ich glaube, da kommen unsere Fahrzeuge nicht hinterher dann. Nein. Wobei? Gib doch nur ein Gas und das ist Vollgas. Richtig. Meier, was glaubst du, was ich gerade hier habe? Vollgas von vorne bis hinten, von oben bis unten. Ja. Wenn es rauf geht, fahre ich auch Vollgas. Ja, bloß runter nicht, ne? Nee, runter muss ich bremsen. Ach, dann warten Sie sich auf Ihr Hinterfreue. Wo ich gerade bin. Da geht's noch ein bisschen steiler, bergauf und bergab. Jetzt gerade bin ich schon mit 6 km/h gefahren. Also hoch. Nee, also ich muss sagen, ich mähe im Moment mit 13 km/h, 12 bergauf, 11, ja. 11 km/h bergauf. Beim Trecker ist das egal, ob der hoch, der runter. Er zieht auf Fiat die Ballen eigentlich gut weg. Jop. Sehr schön. Guter Kauf. Oh ja. Hast du die in das Silo gelegt oder? Jop. Gleich verarbeitet? Nee, im Silo.
Die BGA müsste eigentlich auch voll sein, die hatte ich vorher noch gefüllt. Also eben waren noch drei Ballen oben auf deinem... Ja. ...links drauf. Also ich fahre hier berghoch mit 30. Ja. Leeren Anhänger ab. Mit 6 Ballen drauf. Ah, okay. Ach, du bist schon wieder da? Ja. Fast wieder weg. Bin wieder fast voll, der Hänger. Diese Zäune, ne? Mein Gott, lass doch die Fangzäune hier weg. Braucht doch keiner. Sind doch für den Winter für die Touristen wichtig. Damit sie drin hängen bleiben und nicht bei irgendjemandem im Vorgarten liegen. Ja, aber wenn sie hängen bleiben, dann kommen sie meistens mit einem blauen Auge davon. Die sollen sich ja was brechen, damit sie ins Krankenhaus kommen. Haben wir auch wieder was davon. Wäre ein Vorteil, ne? Ich bin heute so böse. Nein. Aber durch dieses ganze Gequatsche sind wir schon wieder bei 16 Minuten 30 angekommen. Ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Auch wenn es gerade eine eintönige Arbeit ist. Und ja, nicht zu vergessen, schaut bei Falco Hirschfeld vorbei und wir freuen uns natürlich beide über einen Kommentar. Wie ein Abo würden wir uns sehr, sehr freuen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.